Hi Leute, heute mache ich ein total cooles Video zusammen mit der Julia von X-Later. Euch heute jeweils ein Make-up, eine Frisur und ein Outfit zeigen und wir haben uns sowas Gegensätzliches überlegt als Thema. Sie macht zum Beispiel so eine süße Frisur, ein helles, freundliches Make-up und ein niedliches Outfit und ich mache so ein bisschen das Gegenteil davon. Mein Make-up ist eher dunkel, wie ihr seht, und ich habe eine ziemlich rockige Fake-Undercut-Frisur und ein dunkles, herbstliches Outfit. Und ja, ich hoffe einfach, es gefällt euch und schaut auf jeden Fall mal bei der Julia auf dem Kanal vorbei. Ich verlinke den unten in der Infobox und auch nochmal hier oben. Sie macht echt total tolle Videos und sie ist eine ganz, ganz, ganz hübsche. Und ja, schaut auf jeden Fall da vorbei. Ich würde einfach mal sagen, ganz viel Spaß jetzt bei meinem Make-up, meiner Frisur und meinem Outfit. Und im Anschluss findet ihr dann nochmal eine Vorschau und einen Link zu ihrem Kanal und zu ihrem Video mit dem Make-up, Haare und Outfit. Okay, jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Viel Spaß! Zuerst trage ich eine Eyebase auf, damit der Lidschatten gut hält und schön zur Geltung kommt. Mit einem hellbraunen Ton, den ich auf das gesamte Lid auftrage, schaffe ich eine Basis für unser Smoky Eye. Als nächstes benutze ich einen schwarzen Lidschatten und trage den auf meinem beweglichen Lid auf. Ich finde es wichtig, dass ihr den schwarzen Lidschatten nicht über die Lidfalte hinaus verblendet, denn dann kann es schon mal sehr schnell pandamäßig aussehen und den Effekt möchte ich nicht erzielen. Ich möchte viel eher einen fließenden Übergang von schwarz zu braun schaffen und deswegen nehme ich hier nochmal einen dunkelbraunen Ton auf und gebe den in meine Lidfalte. Und ihr seht, dass ich jetzt den Übergang von schwarz in dunkelbraun in hellbraun geschaffen habe und das Ganze verblende ich dann nochmal mit meinem Blenderpinsel, damit dort auch keine harten Kanten entstehen. Und zum Schluss nehme ich nochmal einen hellen Lidschatten auf, und zwar von MAC, die Farbe Vanilla, um dann einfach nochmal ein Highlight unter der Augenbraue zu setzen. Am unteren Wimpernkranz trage ich nochmal denselben dunkelbraunen Lidschatten auf, einfach um das obere und das untere Auge sozusagen zu verbinden. Für die Wasserlinie nehme ich einen Highlighter-Pen von Catrice und ich glaube, der ist sehr neu im Sortiment und lässt das Auge einfach frischer und wacher aussehen. Ihr könnt natürlich auch einen schwarzen Kajal benutzen, aber dann ist das Augen-Make-up natürlich um einiges dunkler. Und für die inneren Augenwinkel nehme ich den Highlighter-Stift von Alverde. Jetzt ziehe ich mir noch einen Lidstrich mit meinem Gel-Eyeliner von Maybelline. Tusche ich mit der Multi-Action Blackest Black Mascara von Essence und die finde ich übrigens sehr gut und empfehle ich euch. Auf meine Wangen trage ich fast wie immer meine afrikanische Erde auf, weil die einfach so einen schönen, warmen, rot-braunen Ton hat. Und für meine Lippen nehme ich heute mal einen Nude-Lippenstift von P2, die Farbe 010 Rodeo Drive. Und darüber gebe ich dann noch einen durchsichtigen Lipgloss von Urban Decay. Ja, dann wären wir auch schon fertig mit dem Make-up und ich würde sagen, machen wir direkt mal weiter mit der Frisur. Für diese wilde Fake-Undercut-Frisur habe ich meine Haare zuerst gelockt und wenn ihr wissen möchtet, wie ich die gelockt habe und womit, dann verlinke ich euch unten in der Infobox ein Video dazu, da zeige ich das alles. Und ja, für diese Frisur zieht ihr euch auf jeden Fall einen starken Seitenscheitel und fangt dann an, eure Haare auf der einen Seite zu toupieren.
damit es nicht so aussieht, als ob ihr ein Vogelnest auf dem Kopf hättet, streicht ihr nochmal ganz leicht mit einer Bürste darüber, damit die oberen Haare ganz glatt darüber liegen, und dann fixiere ich das noch mit Haarspray. Auf der anderen Seite teile ich die Haare in zwei Partien und lege dann die untere über die obere, und das mache ich zweimal. Nehme dann die untere Strähne wieder und nehme die Haare dazu und lege sie über die obere. Bei der unteren Strähne nehme ich wieder Haare hinzu und lege sie über die obere. Das mache ich dann, bis ich hinten am Hinterkopf angekommen bin. Und ihr könnt auch gerne die Haare an der Seite einflechten. Das sieht eigentlich noch schöner aus als diese Zwirbeltechnik, weil das noch näher an der Kopfhaut ist. Allerdings kann ich das mit dem Einflechten nicht so gut und deswegen habe ich diese Variante gewählt. Wenn ich auf jeden Fall dann hinten angekommen bin, versuche ich dann die Haare unter den offenen Haaren zu verstecken und befestige sie dann mit Haarspangen. Ihr könnt natürlich auch gerne Haarnadeln benutzen, aber die halten bei mir nie. Und ja, das wäre dann auch die fertige Frisur. Ich finde sie eigentlich sehr cool. Und nun kommen wir auch schon zum Outfit. Ja, zu diesem Look habe ich ein dunkles, herbstliches Outfit gewählt. Und zwar habe ich eine karierte Bluse von Vila zusammen mit einer dunkelgrünen Hose von Primark kombiniert. Die Bluse ist auch aktuell und kostet 40 Euro. Die Ohrringe, Kette und Hose sind von Primark. Ohrringe und Kette sind auf jeden Fall auch noch aktuell. Meine Schuhe sind von Tamaris, auch aktuell, haben 70 Euro gekostet. Und ja, ich glaube, das wäre dann mein komplettes Outfit. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und einen Kommentar hinterlasst. Tschüss! We're gonna live.